Hallo liebe Leute, hier bin ich wieder, euer Mr. McCauley. Und natürlich haben wir zu unserem Giveaway auch noch die Auflösung von unserem Giveaway. Klar, darf ja nicht fehlen. Wir wollen ja jetzt erfahren, wer die Spieler bekommt, die ihr im Hintergrund nochmal seht aus meinem Video. Es handelt sich um Garrett, um Ininho, Mangala, Cissé, Van der Vaart und Samuel Eto'o. Und zwar habe ich was vorbereitet, was Kleines für euch. Und zwar dies. Das sind alle User, die richtige Antworten eingeschickt haben. Bei Van der Vaart und Mangala gab es nur zwei, also jeweils einen, der richtig geantwortet hat. Und aus diesem Grund gibt es natürlich auch nur einen, der das gewinnt. Aber, um es euch ein bisschen spannender zu machen, wird das noch nicht aufgelöst. Wie läuft das jetzt folgendermaßen ab? Ich habe hier eine laufende Nummer und hier die entsprechenden User zu den jeweiligen Nummern. Also, zum Beispiel CC geht also die Auswahl von 1 bis 6. Das sind alle Leute, die richtig abgegeben haben, 1 bis 6. Und dann nutze ich folgende Internetseite, und zwar random.org, würde hier eingeben 1 bis 6, generiert, und es wäre die 6 und gewonnen hätte jetzt, was noch nicht so ist, hätte jetzt Maestro 06. So läuft das jetzt gleich ab. Und ohne großartig quatschen zu wollen, sorry Maestro, wenn du jetzt gleich nicht gewinnst, bekommst du von mir trotzdem eine kleine Entschädigung. Also wir haben hier 1 bis 6 Zufall und sehen hier die Leute, die eventuell gewinnen könnten. Warum habe ich die alle grün eingefärbt? Wir wissen eigentlich alle. Eigentlich sind noch alle rot. So ist der Plan. So ist der Plan. Noch sind alle rot und grün wird derjenige, der gewinnt. Da, Hintergrund, rot, alles klar. So schaut das aus. Also, und jetzt schauen wir mal von 1 bis 6, wer gewinnt CC? Was war die Frage für CC? Wie heißt mein Pro Club? Mein Pro Club heißt folgendermaßen: Why Always We? Jawohl, Why Always We? 6 Leute haben richtig antwortet. Wer gewinnt? Trommelwirbel. Die 4. Es gewinnt damit Butterfly Designs. Butterfly Designs gewinnt Gibril Cissé. So, Mangala. Mangala. Bei Mangala war die Frage, wie geht das Spiel Deutschland gegen Frankreich aus? Ich persönlich muss sagen, hätte ebenfalls auf einen Sieg oder zumindest unentschieden getippt. Aber die Jungs waren gestern einfach überhaupt nicht bei der Sache, hat man das Gefühl gehabt, da war keine wirkliche Biss, die Franzosen viel, viel, viel mehr Courage gezeigt, verdient gewonnen am Ende. Ein einziger User hat das richtige Ergebnis vorausgesagt und dieser User gewinnt auch Mangala. Und zwar ist das der User, Achtung, wir sehen es gleich, ich färbe es grün und es ist Taigacho. Der User Taigacho gewinnt Mangala. Herzlichen Glückwunsch. Kommen wir zu Ininho. Ininho, wer gewinnt Ininho? Und zwar habe ich da die Frage gestellt, welcher User mir Ininho damals im Livestream gegeben hat. Für irgendeinen Griechen. Fotakis war es, glaube ich. Und zwar gab es 3 Leute, die dort richtig geantwortet haben. Das sind einmal E1, C9, J94, Piccolo, Kargat und Out of Control. Also wieder das ursprüngliche Gedöns, wie wir es ja kennen. 3 Leute kommen in die Auswahl und es wird generiert. Trommelwirbel. Die 2. Es gewinnt. Ininho gewinnt Piccolo. Piccolo gewinnt Ininho. Wie ihr seht, das ist keine Absprache. Jetzt will er hier nicht. So, jetzt noch. Ah, komm schon. Mache ich gleich. Ich weiß nicht, warum jetzt die Zelle nicht. Da haben wir es. Piccolo gewinnt Ininho. Kommen wir zu Van der Vaart. Bei Van der Vaart habe ich gesagt, Van der Vaart gewinnt derjenige, der mir sagen kann, wer mein Lieblingsspieler ist, dieser ominöse Lieblingsspieler, den ich in einer oder zwei Folgen erwähnt hatte. Zu sehen, bzw. zu hören, war dies in meinen allerersten Folgen mit der Staffel 1 von Get That Cup. Und dort habe ich ein bisschen über die Bundesliga gesprochen und unter anderem den Stürmer erwähnt, nicht mal namentlich erwähnt,
der 4 Sterne hat, sich echt gut spielt, die ich vor kurzem erst entdeckt habe und für immer für unter 500 Coins zu haben ist. Selbst da waren schon ein paar Leute aufmerksam anscheinend. Und es gab einen User, der sich daran erinnert hat. Wanderfahrt geht an Trommelwirbel. FC Irene. FC Irene, herzlichen Glückwunsch für Raphael Wanderfahrt. Und jetzt zur größten Verlosung. Anscheinend hat Eto'o die meisten polarisiert hier. Wir haben 10 Leute, die mir ein richtiges Ergebnis getippt haben, beziehungsweise gegeben haben. Es waren nämlich insgesamt 34 Tore in Staffel 2. 34 Tore von Samuel Eto'o. Dort in diesen 34 Toren lief natürlich auch die 3 Tore mit rein, die Eto'o erzielt hat. Bei dem einen Spiel, wo sich mein PBR aufgehangen hat. Die Folge nannte ich dann später Der Hänger. Dort ist ganz am Anfang ein Screenshot zu sehen des Endergebnisses. Dort sieht man, dass Eto'o 3 Tore erzielt hat. Also Eto'o kommt insgesamt auf 34 Tore. Das sind die Sieger oder die Leute, die richtig getippt haben von denen. Bisher hat keiner von ihnen gewonnen, doch außer Tegasho. Tegasho fällt leider raus, also die 3, es sei denn, dann gewinnt er beides. Also, wir müssen gucken. 1 bis 10. 1 bis 10. Ich hatte ja ursprünglich gesagt, wenn einer mehrere Sachen gewinnt, gewinnt er nur 1. Da er aber der Einzige war, der bei Mangala überhaupt richtig gelegen hat, darf er natürlich auch bei der Verlosung von Eto'o mitnehmen. Okay, gucken wir mal 1 bis 10. Und jetzt kommt das große Finale. Auf geht's. Generate. Es ist die 9. Es ist die 9 geworden. Belgium Boy 77. Wie habe ich die Leute hier angeordnet? Es ist einfach chronologisch gewesen. Also ich habe die Posts, die ich bekommen habe auf YouTube, die Nachrichten durchgegangen und chronologisch habe ich die Leute angeordnet. Also damit sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch an Butterfly Designs, Tai Gacho, Piccolo Kargat, FC Irene und Belgium Boy 77. Wie bekommt ihr jetzt euren Spieler? Und zwar schicken diese Leute mir bitte einfach eine PM nochmal bei YouTube, wo sie in den Betreff reinschreiben, Giveaway, Gewinn, dann Eto'o, Mangala, Wanderfahrt, was weiß ich. Je nachdem, was ihr gewonnen habt. Und je nachdem, was ihr gewonnen habt, kriegt ihr das natürlich dann auch. Da besprechen wir uns dann einfach drüber. Ich sage danke und wünsche euch einen schönen Tag. Macht's gut. Ciao.